Im Interview mit Didi Derdak, wir sind gespannt. Regen, Regen und nochmals Regen hier in Spa. Dr. Helmut Marko, Stillstand momentan in der Box. Wie langweilig, wie mühsam ist so eine Situation? Es ist einfach so ein starker Regen und auch ein Wind, der momentan kein Fahren zulässt. Das wäre also absolut außerhalb jeglichen Sicherheitsrisikos. Das heißt, wenn es so weitergeht, werden Ihre beiden Piloten gar nicht rausgehen in diesem zweiten Training? Nein, wir werden nur eine Installationsrunde fahren, um kurz zu schauen, ob alles funktioniert. Wir haben einiges für den Regen umgebaut, also wir würden gern fahren, weil wir sehen wollen, wie sind die Auswirkungen, aber unter diesen Verhältnissen unmöglich. Jetzt ist für morgen und übermorgen trockenes Wetter zumindest angesagt. Wie blöd ist das dann, dieser Tag, dass der überhaupt nichts hergibt zum Testen? Wir haben einige neue Teile, also uns wäre es recht gewesen, weil in dem Regen konnte man eigentlich überhaupt nichts feststellen oder nicht die Erkenntnisse ziehen, die wir wollten. Aber das ist für alle gleich, das ist halt so. Fünf Wochen waren Sommerpause, knappe fünf Wochen. Hat sich in den fünf Wochen was getan? Natürlich hat sich was getan, aber hat sich vielleicht am Kräfteverhältnis was geändert? Das wollten wir heute herausfinden. Aber nachdem niemand fährt, ist das schwer festzustellen. Alles klar, Dankeschön. Ja, da hat er